Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir in den Veleda-Adventskalender rein, der sage und schreibe 69,90 Euro kostet. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, wie gesagt, 69,90 ist hier der Preis und ich finde, dass er sehr, sehr hübsch aussieht. Ich finde, dass tatsächlich die Produkte, die hier mit drauf abgebildet sind, einerseits total niedlich aussehen, andererseits so ein bisschen dieses Bild verändern, um das mal so zu sagen. Ich bin sehr gespannt, was wir hier drin finden dürfen. Es ist vor allem Pflege und ich verwende auch gerne Veleda-Pflege für meinen kleinen Sohn zum Beispiel. Und es ist nicht günstig, deswegen hat der Adventskalender auch seinen Preis, aber es ist halt echt überhaupt nicht Drogerieniveau oder so. Weswegen sowohl Nicole als auch ich diesen Adventskalender auf der Veleda-Homepage selbst bestellt haben. Also für eine zweite Meinung schaut super gerne mal bei ihr vorbei. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal. Das würde mich mega freuen, wenn du mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise begleiten würdest. Mensch, das Schleifchen ist geöffnet und jetzt lüften wir das Geheimnis des Inneren. Ja, ein Wunder, ein Wunder, ein wunderschöner Adventskalender. Oh mein Gott, das finde ich echt hübsch. Und es startet direkt am 1. Dezember mit einer Originalgröße und zwar der Everon Lippenpflege und das soll mit wertvollem Bienenwachs sein. Mit 4,8 Gramm soll das die Lippen pflegen und schützen und in so einen Adventskalender, Pflege-Adventskalender gehört auch tatsächlich eine Lippenpflege mit rein. Warum dann nicht schon direkt am 1. Dezember? Ja, das stand auch online, ne? Wir haben in diesem Adventskalender nicht nur Pflege drin, sondern 4 oder 5 Samenmischungen. Und hier haben wir einmal die Bienenweide und das finde ich echt hübsch. Für mehr Biodiversität steht hier drauf, 3 Gramm, ausreichend für circa 4 Quadratmeter. Ich finde das toll, weil Veleda versprüht ja auch irgendwie diesen Gedanken von Nachhaltigkeit und dann passt sowas auch in so einen Adventskalender mit rein. Dadurch spart man sich vielleicht auch einfach Füllprodukte und kann die anderen Produkte ein bisschen krasser machen, oder? Finde ich nice. Selbstverständlich auch mit dabei ist hier die Nummer 3 und hier haben wir die reichhaltige Pflegekörperlotion mit Meeresbuckthorn oder Seabuckthorn, eine Bodylotion mit 20 Millilitern. Das ist jetzt keine riesige Größe, aber ich glaube, das ist okay, ne? Und die kann man gut als Reise verwenden. Riecht auch sehr nach irgendwas Fruchtigem, Zitrischem. Hier haben wir die Nummer 4. Musste ich jetzt ein bisschen rausbrockeln, denn das ist ja mal ein großes Produkt. Wie geil ist das bitte? Parfümfreie Sensitivfeuchtigkeitscreme, beruhigt irritierte Haut, stärkt die Hautbarriere für sensible trockene Haut, die ich habe. Mit Biomandel ist das. Und hier sind 30 Milliliter drin. Das finde ich so großartig, Leute, dass man so ein großes Produkt hier reinpackt. Das macht Sinn. Ich weiß gar nicht, welches, haben die nicht geschrieben, ne? Welchen Warenwert man haben sollte. Nö, steht nicht drin. Drauf, drin, drunter, hin, her. Wir schauen uns das mal an. Ich sehe jetzt hier außen auch keine Inhaltsstoffliste. Hier ist noch ein bisschen Pappe dran gewesen. Und hier haben wir dann einmal das Produkt. Lindert Juckreiz und Hautirritation, nährt, beruhigt und schützt, geeignet für Tag und Nacht. Geil. Am Tag von Nikolaus, dem 5. Dezember, erhalten wir hier etwas, ja, und zwar von der Skinfood-Reihe. Die Bodylotion ist das für trockene bis sehr trockene Haut. 20 Milliliter sind hier drin. Hatte ich auch schon mal in einer sehr kleinen Größe. Und das verwende ich auch eher punktuell, weil das wirklich super reichhaltig ist, ne? Genau, also finde ich aber auch sehr, sehr angenehm, wenn man halt so richtig krass trockene Haut hat, ist das so ein kleiner Lebensretter. Schön. Ach so, 20 Milliliter sind hier drin. An Nikolaus erwarten wir was Besonderes und das bekommen wir auch in der Originalgröße. Das Massageöl kräftigt und durchwärmt. Wie toll. Ideal auch vor und nach dem Sport mit Arnika. Das finde ich so nice. 50 Milliliter sind hier drin und das hat man öfters mal im Winter, ne? Dass man dann halt so wirklich das Bedürfnis hat, sich irgendwie was drauf zu machen oder sich zu massieren mit Sachen, die oder Inhaltsstoffen, die halt so richtig schön auch nochmal durchwärmen oder so. Mega nice. Das ist eine Glasflasche. Finde ich richtig geil. Also das ist eine tolle Nummer 6. War das nicht letztes Jahr, dass der Veleda Adventskalender ziemlich abgelost hat und jetzt dieses Jahr hauen die einfach mal raus? Finde ich großartig. Ja, auch am 7. Dezember haben wir was richtig Schönes drin. Das ist eine kleine Größe mit 10 Millilitern, aber es ist vollkommen in Ordnung. Das Relaxing Body Oil, ein entspannendes Pflegeöl mit Lavendel. Und da ich eh mir abends meinen Körper eincreme, kommt das perfekt. Sowas gebe ich mir gerne auf, so auf meinen Oberschenkel von Knie bis Hüfte, ne? Und das ist toll, Leute.
Ja, es ist nur eine kleine Fiole, aber davon hatten wir letztes Jahr ganz, 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 ganz viele drin. Es ist auch aus Glas und ich freue mich darüber. Also ich finde es auch immer okay, wenn die Firmen sagen, okay, wir machen jetzt geile Sachen in den Adventskalender rein, aber dafür steigt dann vielleicht der Preis ein bisschen mehr und wir machen vielleicht dann auch ein paar Produkte mit rein, ne, dass das Ganze halt ausbalanciert wird, wie hier dann wahrscheinlich halt auch mit den Samenmischungen. Finde ich vollkommen fein. Also bislang richtig nice. Auch die Nummer 8 macht, dass es kracht. Das ist auch eine Originalgröße. Cold Cream Gesichtscreme. Dreimal Effekt, Regeneration, reichhaltige Pflege und Schutz für trockene bis sehr trockene Haut mit Bienenwachs haben wir das hier drin. 30 Milliliter, auch hier mega nice, mega nice. Klar, es ist die zweite Gesichtscreme, aber ganz ehrlich, nimmst du vielleicht die sensitive für morgens und die für abends oder so. Oder, ja, wobei eine Cold Cream ist ja auch richtig gut geeignet für morgens, wenn du dann richtig an so einem eisig kalten Wintertag rausgehst, damit die Haut auch richtig schön geschützt ist. Feier ich. In der Nummer 9 dürfen wir uns über Ringelblumensamen freuen. Das sind 1,25 Gramm, ausreichend für ca. 100 Pflanzen. Und daraus kann man sich dann vielleicht so eine eigene Creme machen. Ich glaube eher weniger, aber wie geil ist das? Finde ich richtig, richtig schön. Und auch das, auch wenn das nicht mein Duft ist, ne? In der Nummer 10 darf es auch mit einem Full-Size-Produkt weitergehen. Der 24-Stunden-Deo-Roll-On mit Zitrus, 50 Milliliter sind hier drin, keine Aluminiumsalze. Und ich glaube, Leute, die halt auch gerne diesen zitrischen Duft mögen, werden sich darüber freuen. Ich glaube, meiner Mama werde ich das geben, weil die mich auch immer nach solchen Deo-Sticks fragt, nach solchen Rollern, ne? Finde ich klasse. Wow, in der ersten Schnapszahl, der Nummer 11, haben wir auch ein Full-Size-Produkt drin. Skinfood, nährende Intensivpflege für Gesicht und Körper, für trockene und sehr raue Haut. Für sehr trockene und raue Haut. Und hier haben wir 75 Milliliter drin. Nee, ich glaube, das ist die ich schon mal verwendet habe. Die Bodylotion habe ich noch nicht verwendet. Das wird dann mal ausprobiert. Das finde ich echt nice gerade, Leute. Weil sowas haben die sonst in der 24 drin gehabt. Wie cool. Wie cool ist das bitte? Ich muss es echt nochmal recherchieren, wie teuer der Veleda Adventskalender letztes Jahr war. Und, aber also bislang erste Sahne. Zur Halbzeit der Nummer 12 musste ich jetzt ein bisschen den Adventskalender aufreißen, weil das hat nicht durchs Türchen gepasst. Die Limited Edition Aroma Spa intensive Handcreme brauchen wir in so einem Adventskalender. Mit natürlicher Shea-Butter und da sind 50 Milliliter drin. Finde ich sehr, sehr passend. Und auch das halt, ne, wenn man so an die kalten Temperaturen denkt, an die trockene Heizungsluft. Handcreme ist da wirklich so ein kleiner Helfer, den man wirklich gebrauchen kann. Und das ist auch wieder so eine schöne Tube in so einer Metallverpackung ist es dann ja quasi. Nice, also auch die erste Halbzeit, sie steht hier vor mir und Leute von heute, das ist genau das, wie wir einen Adventskalender haben wollen. Klar, das ein oder andere kleinere Produkt ist mit dabei, aber vor allem Full-Size-Produkte und halt auch wirklich zu der Zeit passende Produkte, ne? Das ist so gut, da hat sich jemand hingesetzt und wirklich sich überlegt, was packe ich rein und ich habe erst die Hälfte ausgepackt, das ist krass. Am 13. Dezember bekommen wir Vitalität, und zwar Vitality mit dem Creamy Body Wash. Sehr süß, dass diese Vitalisierungsdusche mit 20 Milliliter unterwegs ist. Ist aber vielleicht ganz gut, wenn man die so in eine Sporttasche packt oder in eine Reisetasche oder so, ne? Dafür ist es ganz gut geeignet. Auch hier haben wir diese Sea-Buktoren drin enthalten, was tatsächlich so ein bisschen aussieht wie orangene Trauben. Wie süß ist die Nummer 14? Hier haben wir ein kleinblütiges Stiefmütterchen drin enthalten. Circa 0,15 Gramm, ausreichend für circa 150 Pflanzen. Und das kann ich mir wirklich gut mal vorstellen, dass ich das mal einpflanze. Sei es wirklich bei uns im Beet oder dass ich das halt irgendwie so in so einen Pflanzkorb oder sowas reinmache. Ne? Schön. Zum 15. Dezember gibt es was für die Haare. Und zwar haben wir ein festes Shampoo, Feuchtigkeit und Glanz mit Aloe Vera und Kokosnussöl. Ohne Silikone für trockenes bis für normales bis trockenes Haar. Das dürfte auch mit 50 Gramm nur Originalgröße sein. Ich persönlich verwende sowas jetzt eher weniger, ne, weil das bei mir die Haare tatsächlich sehr, sehr austrocknet. Aber ich glaube, darüber freut man sich als Nivea, als Nivea-Kunde vor allem, als auch das, als Veleda-Kunde. Ne? Hier haben wir halt dieses feste Stück drin. Riecht wirklich angenehm. Also da hätte ich jetzt wirklich gedacht, dass es ein bisschen mehr nach Kokos riecht. Tut es aber Gott sei Dank nicht, sondern eher nach dem Aloe Vera. Sehr, sehr, sehr nice. Am 16. Dezember haben wir die Granatapfel Body Lotion, straffende Pflegekörperlotion und zwar mit 20 Millilitern drin enthalten. So schaut sie einmal aus. Die, meine ich, hatten wir auch entweder genau so oder kleiner in dem vom letzten Jahr drin. Ich weiß, ich erinnere mich jetzt nämlich immer mehr, dass wir so kleine Mini-Viecher überall drin hatten und ich fand das nicht so cool. Aber ne, so mal drin, das ist vollkommen in Ordnung und ja, schön. Das ist jetzt die dritte Bodylotion. Das reicht jetzt auch. Ne? Mehr brauchen wir nicht, weil das hier zähle ich jetzt so als Allrounder-Produkt.
Eine Woche vor Heiligabend am 17. Dezember bekommen wir ein weiteres Body Oil und auch hier wieder aus der Granatapfelreihe. Auch hier mit 10 Millilitern. Das ist auch wieder in so einer kleinen Glasfiole drin enthalten. Wie gesagt, ich persönlich verwende gerne solche Fiolen und habe da auch, beziehungsweise solche Body Oils, ne? Und gut, dadurch hast du dann jetzt einfach mal so eine Duftvielfalt, die dir gegeben wird, dadurch, dass du halt auch diese kleineren Sachen dabei hast. Einmal in der Lavendelrichtung, dann in dieser Richtung. Das andere ist ein Massageöl. Das heißt, wir haben dann auch erstmal nur zwei Öle. Ein drittes darf gerne noch kommen, fände ich in Ordnung. Aber jetzt dürfte auch gerne wieder was Größeres kommen, denn wir befinden uns jetzt in der Weihnachtswoche. Und da begrüßt uns der 18. Dezember mit Lavendel. Auch das finde ich vollkommen in Ordnung. 0,4 Gramm sind hier drin enthalten und das reicht für ca. 10 Quadratmeter. Also überleg mal, wie ergiebig sowas ist. Ne? Hier steht auch wirklich, wann man das aussehen soll, wann man das voranzieht, keine Ahnung, voranzucht. Ach so, wahrscheinlich im Haus, ne? Ah, okay. Ah, meine Küchen. Küchen hier, wie heißt das? Fensterbank wird dieses Jahr wahrscheinlich sehr voll sein, denn ich habe ja auch den Saatgut-Adventskalender ausgepackt. Hier da oben ein Video. Und ich kann mir vorstellen, dass ich dann wieder so ein bisschen in die Botanika-Richtung verschwinden werde. Mal gucken. Schön, am 19. Dezember haben wir eine feste Duschpflege drin enthalten mit Ingwer und Petit Grain. Da sind 75 Gramm drin enthalten. Genau, also ja, Veleda steht ja auch wirklich für diese Nachhaltigkeit. Deswegen war es klar, dass die hier auch das ein oder andere feste Produkt mit reinpacken, weil die das jetzt ja auch relativ neu, glaube ich, im Sortiment haben, was ich auch gut finde. Wow, der riecht intensiv, das ist nicht mein Duft. Das ist zu viel Ingwer. Puh, und sehr, sehr zitrisch, ne? Das ist leider nicht meine Welt. Huh, wow. Leute, herzlich willkommen im 20er Bereich. Bäm! Wie geil ist das bitte? Finde ich super. 200 Milliliter Aromashower Energy, Aromaduschgel, Lebendigkeit für Körper und Sinne. Das ist mit Ingwer, Zitronella und Zedernholz. Das ist mir zu krass. Vielleicht will mein Freund das haben, das weiß ich nicht. Wobei der mir heute noch sagte, Schatz, du weißt schon, ich habe eigentlich genug Duschgel. Nein. Vor allem hat er mittlerweile auch so 4 bei sich unter der Dusche stehen. Ne? Das ist halt auch eine ganz interessante Entwicklung bei ihm. Rieche ich jetzt so nichts raus, aber es wird wahrscheinlich ähnlich wie das hier riechen und das war schon krass. Ja, und diese zitrischen Düfte sind ja auch wirklich sehr beliebt, ne? Das weiß ich auch wohl bei mir persönlich jetzt nicht so sehr, aber ich weiß, viele andere mögen das sehr gerne und gerade in dieser grauen Winterzeit mögen das viele einfach so, um die Stimmung auch anzuheben. Das macht Sinn. Das freut mich so sehr. Die Nummer 21 enthält einen riesigen Fußbalsam. 75 Milliliter, erfrischt müde Füße, pflegt intensiv. Das ist einfach geil, dass wir halt auch so große Sachen hier drin haben. Hätte ich persönlich jetzt ein bisschen anders aufgeteilt, weil wir jetzt ja quasi 3 Full-Sizes hintereinander hatten. Davor hatten wir dann quasi 2 Minis und dann halt auch die Dingensgeschichte, ne, den Lavendel. Das hätte ich persönlich, ne, einfach anders aufgeteilt, dass du es halt immer so im Wechsel hast, wie das ja auch am Anfang so der Fall war. Ne? Ist halt so. Aber richtig nice. Richtig, richtig nice. Ich weiß nicht, womit genau das dann so... Hier steht's. Mit E... Nein. Zur Entspannung Lavendel- oder Edeltannenbad verwenden, zum Beleben Zitrus- und oder Rosmarinbad nutzen. Ach so, was du dann quasi in Kombi verwenden kannst, okay. Aber ich weiß jetzt nicht, womit das sein soll, weil ich verwende sowas ja meistens abends und dann habe ich das gerne, nicht unbedingt, dass es kalt ist, schnell einziehen mit den Auszügen aus Myrrhe, witzigerweise passend auch zu Weihnachten, weil Weihrauch, Myrrhe und Gold war ja das, was die Heiligen Drei Könige gebracht haben, ne? Mit Bio-Calendula. Und das finde ich nice. Hier Anwendung der Schrunden, hier beugt bei regelmäßiger Anbildung der Schrundenbildung und vor. Und Wollwachs ist mit dabei, Olivenöl. Ich verwende jeden Abend Fußcreme, Leute. Und das lieben meine Füße. Die danken es mir auch echt hart, ne? Beziehungsweise in dem Sinne danken sie es mir soft. Am 22. Dezember, die zweite und letzte Schnapszahl, haben wir schon wieder ein Duschgel drin. Creamy Body Wash Citrus. Diese zitrischen Düfte, schade, Schokolade, sind nicht ganz so mein Vibe. 20 Milliliter sind hier drin. Genau, aber auch das hier, ne? Würde ich wirklich, wenn man irgendwie so das für eine Sporttasche nehmen kann oder wenn ich jetzt so an Nicole denke, die euch den Adventskalender ja auch vorstellt, für ihre Schwimmtasche oder so, ne? Ist es eigentlich immer eine ganz gute Sache oder halt zum Verreisen. Ein Tag vor Heiligabend wird noch daran gedacht, dass wir uns jetzt ja quasi darauf vorbereiten, dass Heiligabend kommt und dass wir noch den Tannenbaum schnell schmücken und so. Und da gibt es eine Express-Handcreme in einer kleinen Größe mit 10 Millilitern. Das ist wirklich winzig, aber sie ist sicherlich auch sehr gut geeignet, um sie so in eine Handtasche zu packen, dass man die auch immer mit dabei hat, wenn man sie mal eben schnell so braucht. Ne? Auch die ist auch wirklich noch lange haltbar, also gar kein Problem. Und so schaut die kleine Tube aus. Das ist wirklich auch so mit das kleinste Produkt, was wir jetzt so in dem ganzen Adventskalender drin hatten, abgesehen
abgesehen von den 10 Millilitern Body Oil Geschichten, ne? Aber ich glaube, die 24, die wird uns jetzt nochmal alle vom Hocker hauen. Denn da war das Kläppchen schon so groß. Aber wir haben hier noch eine Dusche drin, Leute. Sauber sind wir auf jeden Fall. Das ist das oder die Limited Edition Aroma Spa. Passend tatsächlich auch zu der Nummer 12. Pink Pepper and Rock Rose. Verwöhnende Cremedusche for Body and Mind. Wie nice ist das denn? 200 Milliliter sind hier drin. Das ist meine Duftrichtung. Also das feiere ich. Das riecht bestimmt voll geil. Und das werde ich auch verwenden. Das freut mein Herz tatsächlich sehr. Schön. Also auch eine schöne, gelungene 24, dass sie das auch so mit reingemacht haben und das Ganze halt auch so abwechslungsreich eigentlich gestaltet haben. Gefällt mir richtig gut. Also dieser Adventskalender zeigt halt einfach auch, wie kann man es richtig machen. So, also das ist wirklich ein guter, gelungener Adventskalender, wo man sich eigentlich jeden Tag freut. Ne? Der ist abwechslungsreich, da sind schöne Produkte drin enthalten, sinnvolle, brauchbare Produkte. Und ich glaube, dass Neukunden sich darüber freuen, dass Bestandskunden sich darüber freuen und dass es einfach ein 1A Adventskalender ist, Leute. Klar, 69,90 ist echt eine Stange Geld, auch in Relation zum Beispiel zu den anderen aus der Drogerie, muss man wirklich sagen. Aber Weleda ist ja auch immer so ein bisschen Drogerie Plus. Auch wenn du Weleda in der Drogerie bekommst, ist es halt nicht günstig so, ne? Aber ich finde den Adventskalender so klasse und ich freue mich so, so sehr darüber. Wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Findet ihr auch, dass Firmen einfach dann sagen sollen, okay, wir machen jetzt einen krasseren Adventskalender, schrauben den Preis halt nicht weiter runter oder halten nicht den Preis vom letzten Jahr, sondern heben den einfach ein Stück weit an, machen dafür aber richtig gute Produkte rein? Oder sagt ihr, nee, komm, haltet den Adventskalender in einem geringen Preisrahmen und macht dann halt die Produkte kleiner, ne? Also das, schreibt mir das gerne. Ich würde mich da echt wirklich sehr darüber interessieren. Das interessiert mich sehr, so sagt man das, ne? Und ich finde, das ist einfach ein gelungener Adventskalender. Körperpflege, Gesichtspflege, Deo. Dann diese Tütchen da drin, finde ich gut, weil es halt einfach passt und auch so ein Stück weit das widerspiegelt, was ja auch an Duftlinien hier in dem Adventskalender drin sind. Ich finde den richtig geil, ne? Ja, wir haben ein bisschen viel Duschgel, aber trotzdem ist der richtig geil. So, ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.